So, ich bin wieder da. So, wir werden kurz vorher Regenrasten. Okay, wundervoll. Wir sind wieder da. Ich habe mich schon mal in der Schweinemästungsanlage gemästet, weil wir beim letzten Mal ordentlich auf die Hörner bekamen bei einem fiesen Rindvieh. Und bevor wir uns wieder zurück zur Stadt aufmachen, ich habe mich immer noch, ob es eine Schnellreisefunktion geben wird. Aber das muss niemand beantworten, falls es überhaupt jemand könnte. Oh, Schwein! Moment. Ich habe eine andere Idee. So, wupp. Ja. Was? Da kann ein Feuerball abwehren. Überpowered. Superschwein. Das hoffe ich, dass das Rindvieh das nicht kann. Aber bevor wir uns dem Rindvieh widmen, erstmal an den Stingern hier vorbei. Den Stinger-Raketen-Götzen. Hallo, Mr. Cat. Hallo. Ha. Dich mache ich sowas von platt. Du bist gegrillt, mein Freund. Der ist übel. Oh, nein, doch nicht. Ja, das war's. Kann ich mit dir reden? Oder kann ich essen? Ernsthaft? Oh Gott, jetzt habe ich BSE. Aber bevor wir... Kommt der wieder, oder? Tatsächlich. Okay. Au. Oh. Kann ich mit dem irgend... coole Dinge machen? Außer töten. Au! Okay, jetzt ist er außer sich vor Wut und Schnauberei. Komischerweise... Ja, genau. Das war letztes Mal tatsächlich, wo ich gedacht habe... Na, ich glaube, jetzt bin ich tot. Oh, war das knapp. Das war knapp. Lasst mich eben erstmal hier ein bisschen Lebenskraft wieder erlangen. Oh, ich habe ein Item. Wie benutze ich das denn? Ich habe völlig vergessen, wie man Items benutzt. Das könnte ein Heil-Item sein. Hätte ich vielleicht vorher, bevor ich oben hingelaufen bin zu den fiesen Schlägerfuzzis, mir das Item besorgen sollen, um besser zu sein. Stärker, ausdauernder, kalziumgefüllter. So, das reicht jetzt. Wie gesagt, ich denke mal, in Zukunft werde ich das so ein bisschen rausschneiden. Dann gibt es hier noch irgendwas. Ich hätte ehrlich gesagt gehofft und gedacht, Fark... Oh, der kommt einfach wieder. Okay. What? Ach so. Dingers. Huh? Kommt da? Da komme ich anscheinend nicht rein. Moment, wird. Es sind Pflanzen. Dann kann ich sie vielleicht weg. Wenn ich mal wieder da hochkäme. Nein, natürlich nicht. Versuche nur. Aha! Sehr gut. Mehr Magenfülle. Ja, ich glaube, das war's dann bald auch mit unserem ersten weiteren Fortschritt. Aber egal, bevor ich jetzt irgendwie in die Stadt gehe, um mir für teuer Geld und vielleicht Erfahrungspunkte Dinge anzukaufen, gucken wir mal uns den gegabelten Weg an. Oh! Diese Passage ist einfach unüberwindbar. Ich habe mal gehört, dass Ziegen solche Wände problemlos hochlaufen können. Ob schon einer jemals unsere Insel besucht hat? Ja, ich glaube, wenn ich... Oder ist es nicht ganz so schlimm wie... Also, ich glaube es ja nicht. Ja, so ein kleines Mistfratzelvieh kann einfach meine Schläge einfach abkannen können, tun. Egal, es ist ja... Natürlich. Moment, ich kann vielleicht auch einfach durch die Baumstämme durchfallen. Hahaha! Locker! Na, mit ein bisschen Magenfüllung und ja, der notwendigen Prügelei geht es doch ganz gut vorbei. Mit diesem mistigen Wesen. Nein. Ja. Das sind Terminatoren. Ach Gott im Himmel! Einfach. Nein, ich muss in Richtung Wand drücken, wenn ich in Richtung. Natürlich. Natürlich. Und wenn ich in Richtung Wand drücke, dann kann ich nicht so schnell zur Seite springen, was sehr, sehr gut ist. Ah ja, ich kann. Aber nicht nach. Ah. Haha! Abgelenkt! So machen das die Fortgeschrittenen hier. Ich find's. Ich habe keine Ahnung, ob ich ordentlich Kohlen eingesammelt habe oder das nicht der Fall ist. Was haben wir denn hier? Oh, Erholungsbereich, sehr gut. Da gibt's die Sauna. Ja, hast du mich erschrocken? Schau ich echt so grauenhaft aus? Oh, nee, ich bin nur noch etwas aufgeschreckt. Was ist passiert? Ich habe versucht, die Höhlen da unten zu studieren, aber ich wurde von den Schweinen rausgeschmissen. Die versuchen, die Unmengen an wertvollen Energiekristallen für sich zu beanspruchen, die angeblich irgendwo dort unten wachsen. Sie kennen den wahren pädagogischen Wert einer solchen Entdeckung nicht.
Ich könnte versuchen, sie auszudünnen, damit sie wieder in ihrer Arbeit nachgehen. Ausdünnen? Ernsthaft? Moment, der Eingang ist zugebaut. Ja, ein richtig fettes Schwein hat diesen Eingang verbarrikadiert, um Eindringlinge fernzuhalten. Es sieht so aus, als bräuchte man eine gewaltige Kraft, um diese Steine zu zerbrechen. Mir wird schon was einfallen. Ich komme gleich wieder. Ich habe das Gefühl... Hallo? Ja? Also so stabil sieht der Kack hier gar nicht aus. Vielleicht, wenn ich fetter bin. Also, das war jetzt so die erste... Die erste Herangehens... Ah, ein bisschen fett. Nein, Achso, ich wusste gar nicht, dass der auch Damage macht, wenn man drauf fällt. Bei so einem Pazifistenschwein jedenfalls. Okay, ich brauche nämlich mehr Kalorien. Mehr Kalorien! Ja, du bist genau der Richtige, den ich jetzt brauche. Ich hätte mich beim Rindvieh noch mal ein bisschen voller fressen sollen, glaube ich. Fallen wir einfach mal gut hier rein. Oh, noch mehr Verschlingungsopfer. Oh, ich darf nicht so viele Kalorien verbrauchen, sonst klappt das nicht mit dem Durchfallen hier. So. Immer noch nicht. Von weiter oben. Bin ich immer noch zu dünn. Okay, dann eben nicht. Dann hoffe ich, dass sich vielleicht hier der ein oder andere weitere Bulle von Tölz vielleicht noch ein bisschen herumtreibt. Oh. Wow, es ist Knight of the Old Republic. Nope. Oh, das dauert aber, dem hier die Leviten zu lesen. Aber interessant. Interessant, hoffentlich gibt der ordentlich Kalorien. Nein, nicht so wirklich was. Okay, ja, dann gehen wir einfach mal erstmal weiter. Und sparen uns das für später auf. Für den. Ich muss doch mal hier Bildschirme rein und rauslaufen. Mein Gott, gib mir mal etwas, was mehr Nährstoffe auf den Knochen hat. Ich verbrauche ja mehr beim Verprügeln, als was ich hier kriege. Okay, hier am Schweinehaus komme ich leider nicht rein. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht brauche ich auch eine Sonderfertigkeit, um dort weiterzukommen. Das kann auch sein. What? Hey, wo, yo, wer bist du und was treibst du hier? Wow, jetzt könnten die auch noch sprechen. Hey, das ist voll uncool. Ich bin ganz vielleicht eine Pflanze, aber ganz anders als die anderen. Also nimmst du nicht meinen Kopf in den Mund und pumpst mich mit Schleim voll? Nee, das bockt nicht. Ich habe was Besseres gefunden. Musik. Nenn mich Beat-Kumpel. Nein, ich bin kein Vogel, aber ich habe einen. Oh, schön für dich. Also, du bist neu hier, richtig? Ja, aber ich komme gut zurecht soweit. Sicher, aber pass auf. Da ist eine große Gruppe voller Schleimmonster. Dieser Pappe ist unser Lebenselixier, aber für so Zwerge wie dir ist das ein Todesurteil. Bleib auf den Plattformen und fall bloß nicht runter. Hey, ich bin kein Zwerg. Ja, sicher. Vergiss nicht, deine XP zu benutzen und deine Fähigkeiten hochzuleveln. Öffne das Menü und drücke auf Fähigkeiten. Mach ich, danke für den Tipp. Schön, dass ich helfen konnte, man sieht sich. Okay, ich habe ein Menü. Ah, cool. Was haben wir denn hier? Stärke erhöht deinen physischen Schaden. Finalschlag. Stärke des Komboschlags und scharfe Fäuste. Oh, es gibt kritische Trefferpunkte. Krass. Oh, und ich kann Lebenspunkte das werde ich nie machen. Seele erhöht magischen Schaden. Fettverbrenner. Verbraucht mehr Fett, aber Feuerbälle erzeugen manchmal mehr Schaden. Das liebe ich ja, manchmal. Ich nehme erstmal Mr. Melee. Ja. Das, dann verbrauche ich weniger Kalorien beim Töten, glaube ich. Hoffe ich. Wie die Axt... Ja, da ist die Sprungmechanik hier mit ihrem Momentum so richtig gut. Ich weiß nicht, mit den Kombos bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das... Oh, nein. Ja, das ist... Ich hätte mir den Bosskampf, glaube ich, ein bisschen vereinfachen können, wenn ich das festgestellt hätte, dass ich doch in der Lage bin, gut zu sein. Nein, ich wollte mich nicht... Danke. Ich wollte mich nicht hinsetzen. Ich wollte... Nein! Nein! Raus hier! Raus hier! Aber das Schleim... das Schleim, genau. Der Schleim könnte mich... Dankeschön! Jetzt gucken wir mal. Ernsthaft? Jetzt bin
völlig enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich hätte echt gedacht, ja, das hat bestimmt was mit dieser coolen Fettmechanik hier zu tun. Aber nein, natürlich hat es das nicht. Ich frage mich, ab wann ich dieses Grüne da wieder verliere oder ob das gar nicht funktioniert. Ich gehe jetzt erstmal hier oben lang. Da möchte ich erstmal hier oben lang gucken. Untenrum ist bestimmt auch schön, aber jetzt will ich erstmal hier weiter oben den Weg erforschen. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier jetzt direkt weiter... Oh, ich will ja noch den Erholungsbereich. Ah, der Erholungsbereich, sehr gut. Der verheißungsvolle... Ah, Schleim. Oh Gott, ich hasse Schleim. Ja. Nein, nicht! Das Problem ist, dass der Schleim... Wenn er in mich eindringt, wieder voll und groß und stark wird. Und das heißt, wenn ich ihn dann wieder vertrimmen möchte, ist, was gibt es denn? Ah, Pilze. Komme ich denn hier wieder hoch? Oh, ein Speicherpunkt. Ja, ja, komme ich wieder hoch. Yeah, Checkpoint. Ich rede erstmal mit dir. Diese Scheue sind zwar sehr einfallsreich und genial, aber auch sehr nachlässig. Die meisten spazieren ohne große Ausrüstung durch die Gegend und sind leichtes Futter. Ja, das merke ich, das merke ich. Wo könnte der Pilz sein? Vielleicht hier in einer Wand drin? Das ist der Weg weiter wieder runter. Okay, okay. Ich sehe, das Spiel will auf diese Tour den Fortschritt verlangsamen, den ich hier einlege. Aber zumindest habe ich jetzt keine Zeitnot in dem Sinne. Ha! Wenigstens habe ich jetzt gerade keine Zeitnot in dem Sinne, dass ich hier... mit einer gewissen Fettartigkeit weiter muss. Es ist nur die Frage... Oh, nom nom nom. Hat er das Ding wieder hier oben spawnen lassen? Hier ist auch wieder ein Pilz. Vielleicht hier? Runter? Hm. Und wo soll der... Aha! Die Frage ist, ob das eine gute Sache ist, die Magenleistung, die Verdauung... Ja, okay, das ist dann hier... Blöder war das eben halt nur Schmaddel da oben lang zu gehen. Tut mir leid, das kann ich doch nicht wissen. Die Frage ist, ob das eine gute Sache ist, dass die Magendehnung immer dehnbarer wird, weil ich ja eventuell meine große Fettigkeit benötige, um später irgendwelche Dinge zu tun. Aber das weiß ich nicht. Ich sollte vielleicht jetzt auch aufpassen, nicht, dass ich irgendwie zwangsgefüttert werde und gleich deswegen noch hier einen auf Luftballon mache. Oh. Der Bauchbooms! Ich kenne ihn auch noch. Oh. Moment. Ja, wenn ich sterbe, ich habe doch. Ja. Nein, nein, ihr fiesen kleinen Früchtchen. Nein, sie sind... Nein. Hinfort. Direkt raus damit, bevor es verdaut wird. Okay. Scheiße, es ist eine Kuh. Au, au. Nein. Haha. Das ist echt kacke gerade hier. Ah, ja, sehr gut. Nimm diese Massi... Achso, der kann, manchmal staggert er und manchmal nicht. Das ist... Cool. Hoffentlich bin ich jetzt nicht tot. Oh, das war knapp. Yeah! Alles Geld der Welt. Oh, wenn mich die erwischt... Dann bekomme ich direkt... Ja, das ist fair. Das ist fair. Toll. Habe ich jetzt wieder meine Milch wieder weg, ist die Frage. Mein Gott. So, da kann ich einfach drüber. Ja, warum mache ich das denn nicht anders? Ha! Dragon Ball! Das ist... What? Das ist Son Goku! Bist du jetzt tot, hoffentlich? Komm, komm. Hast du Milch da gelassen? Natürlich nicht. Ich bin schon wieder so gut wie tot. Yay! Yay! Haha! Easy! Ich frage mich, ob die bestimmte Einfärbung meiner Lebensleiste hier ein bisschen... Ich komme gleich zurück, wenn ich wieder ein bisschen vollgehalter bin. Bis gleich. Schöner Nebeneffekt, man erhöht damit auch seine Erfahrungspunkte. Das meine ich. Ich wünschte, es gibt eine Möglichkeit, hier runter zu gucken, weil ich sehe doch nicht, was hier ist. Das heißt, es ist ein Leap of Faith. Moment. Mit der Taste. Ah, okay, Milch. Milch, Milch, Milch. Okay, ich kann sie mit der Kreistaste hier auf dem Joypad zu mir nehmen. Oh, und ich sehe, ein Pilz ist in der Nähe. Ist so gut. Okay, das Schöne ist, dass sich die Gänge anscheinend automatisch auftun.
Aber ich möchte immer noch zum Erholungsbereich. Oh, ich liebe diese Kapazität. Das ist wie bei Magiepunkte, die man benutzen kann. Deswegen, gib mal her. Krieg ich... Das habe ich noch gar nicht so richtig verdaut. Diese Information vielleicht, dass ich auch für das Besiegen von Gegnern Erfahrungspunkte kriege. Deswegen, guck mal. Scheiße. Schleimgrube. Knows. Oh Gott. Gehen wir erst... Oh Gott, es ist wieder ein Riesenkrügler. Ein Mobber. Gott. No, no, no. Oh Gott, oh Gott. What? Nein, nein, nein. Oh Gott, nein! Ich komm hier nicht mehr raus. Oh fuck. Nein! 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 Weg mit euch! Oh, ich frage mich, ob ich da unten irgendwas leisten kann. Ich muss erstmal den Zwangsfütterer hier runterschmeißen. So, okay, an dich komme ich. Kannst du nach unten schießen? Nein. Oder vielleicht doch, aber das Projektil bleibt im Boden hängen. So, komm, gib mal das her. What the heck? So, weg mit dir. Okay, ist wieder eine Superkuh da oben. Okay, das gibt mir... Oh! Wieso schaffst du es hier hoch? Ah! Okay. Warum? Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Manchmal... Nee, nee, nee. So, ich bin wieder in der Schleimgrube. Ah, hätte ich den... Der sieht mir zu fröhlich aus. Ja, da bist du weit oben, Freund. Ich fürchte, der wird in ganz viele kleine zerspringen. Ja. Oh nein, in zwei. Natürlich bist du jetzt oben. Haha! Weg! Hinfort, ihr kleinen Sträuche! Ich werde diese Gegend hier... Kann ich... Moment. Ja! Nein! Was ist... Kann ich dich jetzt verdauen? Nein, natürlich kann ich dich nicht verdauen. Shit. Okay. Jetzt aber... Ja! Ja! Wir bleiben erstmal hier unten. Oh Gott. Oh, ja. Die Großen bleiben drüben, das werde ich jetzt schön lieben. Die Kleinen werden platt gemacht, denn sie sind zu groß der Fracht. So. Und dich, kleines Wesen, mache ich platt. Das Blöde ist, ich kann mich nicht so wirklich mit denen vollstopfen, um damit irgendwas Sinnvolles zu machen. Oh Gott, sie werden wieder groß, jetzt aber nicht mehr. Gibt das hoffentlich ordentlich Experience hier. Experience! Und... Ich hab mal offscreen ausprobiert, ob die... Nein, nein! Ah, oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Fuck, 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 fuck! Ich bin ein Huhn, fuck! So. Ja, eigentlich ist das Ding hier... Der schießt jetzt nicht runter, ne? Der tut nur so. Ah, ich tue so, als ob ich arbeiten würde. Ich krieg Stundenlohn für jeden Fall, den ich verschieße in der Stunde. Oder so ähnlich. Oh, jetzt sind wir also ein Arsch. Ha, du schießt langsamer als mein Colt in der Hüfte. So. Mit der Information könnt ihr machen, was ihr wollt. Oh, noch. Natürlich mache ich damit auch Hitboxen. Also, ich weiß nicht, ob das drin sein wird. Die Hitbox der Kuh ist Schmu. Also zumindest dieser Ansturmangriff. Da bin ich nämlich einmal hochgesprungen und war definitiv oben drüber. Definitiv war ich über diesem Wesen. Ja komm, gib mir. Ach, nein, nicht das. Ja, gib mir das. Zum Glück. Gebären. Komm schon. Kann ich? Okay, das kann ich. Gebratener Schleim. Bringt mir das irgendwas? Ich kann zu... Zumindest, ja. Versorge mich mit Macht. Versorge mich. Versorge mich. Oh, ja. Adoptiere mich. Ja, denn die wieder Hunger unter deiner Knute leiden. Vielleicht ist es doch sinnvoll. Ja, also magischer Schaden ist jetzt für mich persönlich erstmal nur zweitrangig. Das hat Gründe, nämlich, dass es sehr viel Arbeit ist für mein Dafürhalten. Natürlich. Dass es sehr viel Arbeit ist. Okay. Für mein Dafür... Nein.
für mein Dafürhalten entsprechend die Vorbereitung zu treffen. Der Kleine ist eine kleine Futterkrippe für mich später. Auch wenn es vielleicht... Fark! Ein bisschen langweilig... Kommt her. Ein bisschen eintönig ist jetzt gerade. Komm her. Ja! Yeah. Und noch mehr! Oh. Ja, okay. Wie hast du es geschafft, wieder groß zu werden? Ah, nein! Oh, ist das... Man ist so lange in der Animation gefesselt, dass es schon nicht mehr schön ist. Komm, nein! Die Animationen dauern so lange. Sie dauern so lange. Dabei will ich es behalten. Oh, das darf nicht wahr sein. Du kommst echt nicht weg. Ja, klar. Du kommst echt nicht aus der Scheiße. Du bist so lange. Das ist noch länger als Dark Souls 1, der Estus-Flakon zu saufen. Ernsthaft? Ja, okay. So, wir machen jetzt einen. Gleichzeitig. Ach, Scheiße. Oh, komm, ja, okay. Tut mir leid, dass ich nicht in der Lage bin, mich mehr zu artikulieren hier. Ja. Okay, was soll's. Weg mit der Barriere hier. Zur Not sind es gute Abenteuerpunkte. Viel zu viel DSA, die wir hier kriegen. Oh, das ging flott. Das war gut. Das war sehr gut. Und ich glaube, ich werde mich am Ende dieser Folge nochmal mit mehr Angriffskraft eindecken. Ja, sehr gut. Ich frage mich, ob die auch alleine irgendwann wieder groß werden. Okay, das war... Komme ich hier überhaupt... Nein, ich komme hier nicht hoch. Oh, Ongardius! eigentlich... Moment. Kann ich das verdauen? Nee. Wie zum Henker... Moment, ich... Wie werde ich das denn wieder los? Gar nicht? Mit dem nächsten Level-Up? Also, was ist das Level-Up? Also, das wird jetzt wohl... Natürlich. Danke. Ja, mit dem nächsten Tod vielleicht erst. Klettern wir erstmal hier. Ja, nein! Oh, eine Kaskade des Scheiterns. Heilige Scheiße. Oh. Natürlich. Ich bin, glaube ich, eben auch bei dir gestorben, wa? Das darf nicht wahr sein. Jetzt gerade wieder erwischt. Toll, jetzt nehme ich mir die Zeit, in der scheiß Grube aufzuräumen und es ist absolut würdelos und es bringt nichts. Okay. Dann beim nächsten Mal machen wir weiter, aber vorher werde ich nochmal Experience ausgeben. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so das Beste, was ich tun kann. Was kostet das hier? 150. Der letzte Kombo-Schlag, das ist nicht so besonders gut. Es dauert nämlich sehr lange, durch die Kombo durchzukommen. Man ist, wie gesagt, die ganze Zeit angewurzelt. Sollte man den Gegner in der Zeit nicht staggern, ist das nicht so prall. Das lassen wir mal. Deswegen nehme ich erstmal hier weiter. Ja. Und beim nächsten Mal fangen wir weiter von hier an. Bis dahin, macht's gut und ciao.